Wir werden Geschichtsschreiber in die ganze Schweiz. Das ist erfolgreich. Oder? Wir schreiben Geschichte, Alter. Ne, Trainer? Ah, Negabo, Alter. Dieser Film handelt von einer brasilianischen Einwanderin, die Schweizer Geschichte schreiben will. Vivian Obenauf ist Profiboxerin mit Schweizer Lizenz und noch viel mehr. Mutter auf High Heels, leidenschaftliche Kellnerin, gewiefte Unternehmerin, sozial engagiert. Ein Kämpferherz. Sie gibt viel dafür, ihren Traum leben zu können. Im August 2018 hatte Vivian Obenauf den Fight ihres Lebens. Heilige Maria, Natasha Jones versus Vivian Obenauf. Hey Dios. Sie gewinnt gegen die Engländerin und Favoritin Natasha Jones. Jetzt habe ich sie voll gedrückt. Buff, buff, jetzt buff. Ich habe gesagt, ich muss gewinnen. Ich bin mit keinem anderen Gedanken gegangen. Nicht zum Geld verdienen, nicht zu einkassieren und nach Hause gehen. Ich muss gewinnen. Ich habe keine Angst vor dieser Frau. Nie einmal gehabt. Nie einmal. Und jetzt voll buff. Rein. Und guck mal hier. Ja! Wow. Sieg durch technisches K.O. Und meine Familie ist so stolz. Mein Papa, meine Mama, unglaublich. Mein Vater hat geweint, von meiner Mutter auch. Wir sind alle so glücklich und stolz auf mich, dass ich diese weggenommen habe, mein Leben. Weißt? Aber was mich richtig nervt, das sind die falschen Menschen, die nie an mich geglaubt haben. Die immer mich kritisieren haben, weißt du? Das ist mein Traum. Ich habe mir gesagt, ich werde eine Boxerin, ich kann das, ich möchte das. Und jeder sagt, ja, du bist eine Spinne, ne? Und dann haben wir das funktioniert. Wow. Warum plötzlich das funktioniert? Weil ich nicht aufgegeben habe. Und der Wille ist immer noch größer, wenn Leute nicht an dich glauben. Das auf jeden Fall. Ah, oh, jetzt, ich zeige dich. Auf jeden Fall. Bah. 3 Wochen sind seit diesem Kampf vergangen. Obenauf wartet jetzt auf die Einladung zur Revanche. So ist es im Profiboxen üblich. Aber ich bin sicher, sie werden ihren Titel wieder haben möchten. Aber ich habe keine Angst. Warum soll ich vor einer Frau Angst haben? Ich habe Angst, arm zu sein. Ich habe Angst, krank zu werden. Ich habe Angst, keine Tag auf Kopf zu haben. Ich habe vor das Angst, aber nicht vor einer Frau. Seit Obenauf vor 4 Jahren vom olympischen Boxen, auch Amateurboxen genannt, zum Profiboxen gewechselt hat, kann sie mit ihren schnellen Fäusten auch Geld verdienen. Als alleinerziehende Mutter nicht ganz unwichtig. Der Kampf war gut, Mama hat gewonnen. Viel Geld bekommen. viel Geld, aber ein bisschen Geld hat Mama verdient, das ist auch gut. Endlich, ne? Und das geht jetzt noch positiv nach oben, das Leben. Ja, ich freue mich sehr, Und noch ein bisschen essen, das ist gar nichts, du hast gar nichts gegessen. Ja. Nein, halbe mindestens, okay? Ja. Nee, sonst bleibst du sitzen. Bis morgen. 6.000 Euro brachte die 31-Jährige von England nach Hause. Nach Hause an den Brienzersee, zu Calvin, ihrem 7-jährigen Sohn. Oh je, du hast so wenig gegessen heute. Mit rund 4 Kämpfen pro Jahr als Frau in der Schweiz ist es praktisch unmöglich, vom Boxsport leben zu können. Vivian Obenauf hat 3 verschiedene Jobs, kümmert sich mit ihrem Ex-Mann zusammen um den Sohn und trainiert nebenbei für die großen Kämpfe. Ist heute Sorry. Ein stressiger Tag? Nein, ich mache das. Weiß ich, kann mir das nicht vorstellen, dass ich Stress habe. Deswegen, ich kann mit das sehr gut umgehen. Man muss machen. Dann schafft man etwas in das Leben. Das ist so. Das hat mein Vater mir beigebracht. Er hat gesagt, willst du etwas erreichen in das Leben, dann geht arbeiten. Willst du, dass die Leute die gern haben, zahl Punkte die Rechnung. Sonst bist du einfach niemand. Das ist so. Das ist wahr. Und so rennt sie täglich. Notabene in High Heels, vom Job zum Kind zum Training, um ihren Traum vom Boxen leben zu können. Welcome to my villa. Achtung Stufe. Seit 2 Jahren besitzt sie in Interlaken ihr eigenes Gym.
Angefangen hat alles vor 7 Jahren, nach der Geburt ihres Sohnes. Als ich schwanger war, sehr jung, ne? 25, ich habe fast 30 Kilo zugenommen. Ich war sehr glücklich, überglücklich. Ich durfte alles essen, was ich wollte. Wow, das war schön. Und danach gab es die Konsequenzen, ne? Ich war ein bisschen dick. Es ist schon ein Schock, ne? Für viele Mütter, ne? Was passiert mit unserem Körper nach einer Schwangerschaft? Um die Schwangerschaftspfunde wieder loszuwerden, fing sie an zu boxen und konnte nicht mehr aufhören. Nach 2 Monaten wollte sie bereits einen Wettkampf bestreiten. Nach einem Jahr mit 26, ich glaube, das ist, habe ich die Schweizer Meisterschaft gemacht, habe ich gewonnen, habe ich mit Boxerin geboxt, die schon 8, 9 Jahre in der Schweiz geboxt haben. Ja, war geil, war unglaublich. Und sie! Als Profiboxerin hat Vivian Obenauf bisher 17 Kämpfe bestritten und nur 4 davon verloren. Nach dem Erfolg in England hofft sie nun auf weitere attraktive Kampfangebote, sodass ihr Marktwert in der Boxwelt weiter steigt. So. Und für Sie auch noch einen Schluck, gell? Das haben Sie schon verdient, ne? Ja, ja. Doch so steil ihre Boxkarriere auch sein mag, alles auf diese eine Karte zu setzen, wäre der Brasilianerin zu waghalsig. In Bern arbeitet sie 50% im Service. Es ist anstrengend, macht müde, aber dieser Gedanke, dass wir nur jetzt da sind, in diese Zeit, und vielleicht boxen noch 5 Jahre nicht mehr, dann muss ich jetzt wirklich richtig Gas geben. Und darum denke ich, dieser Lohn im Service ist für mich wichtig auch. Ich habe eine Pizza bestellt. Ich habe extra geschrieben, extra scharf. Alle die Leute, die ich kenne, ganz nah von mir boxen werden, auf der anderen Seite der Straße. Mein Manager ist hier und es ist gut, ein guter Adresse. Es macht Spaß. Ne, Chef? Im Boxkeller gegenüber dem Restaurant trainiert Obenauf jeweils vor einem großen Kampf. Hier glaubt man an sie. Wobei, mit dem Sieg in England hat selbst ihr Manager nicht gerechnet. Diane ist sehr eine engagierte Boxerin, eine kämpferische Frau und vielleicht nicht gerade die ganz filigrane Technik hat, aber gerade ihren Kampfwillen und weil sie einfach so auf los geht's los draufgegangen ist, hat sie durch schlussendlich die Gegnerin wirklich in Bedrängnis können bringen. Das hat uns auch überrascht. Gabor Vedeux ist Ex-Profi-Boxer und Obenaufs Trainer. Ah, oh, lange Tag. Er würde sie lieber im Boxkeller antreffen als hier. Wie geht's dir? Gut, danke dir auch. Ein Monat jetzt, ne? Ja. Ein Monat. Ich war noch nie bei einem einzigen Training in Bern, noch nicht. Jetzt langsam musst du wieder anfangen zu trainieren. Ja, jetzt. Und den Tag zu organisieren, ja, dass du wieder regelmäßig ins Training kannst. Mhm. Trainieren. Ja. Locker, Alter, locker. Für ihren Optimismus ist Obenauf bekannt. Ist Vivian jetzt im Moment fit? Nein, sie ist nicht fit. Eigentlich, meiner Meinung nach, war sie noch nie richtig fit. Weil eben, sie ist nicht hauptberuflich eine Boxerin. Sie arbeitet nebendran, sie hat die eigene Boxschule, sie hat ein Kind zu Hause. Würde sie öfter trainieren, wäre sportlich noch mehr möglich, so der Trainer. Doch die Wahlschweizerin lässt sich nicht gerne reinreden. In Brasilien aufgewachsen, hat sie mit 21 eine Reise nach Europa gemacht und in Basel ihren Ex-Mann kennengelernt. Ihre Familie hatte sich einen anderen Weg für sie vorgestellt. Ja, meine Familie, die sind gut gebildet auch. Viele meiner Cousins, Cousinen und Tanten sind Anwälte oder Ingenieure, meine Schwester auch Lehrerin. Mein Bruder wollte nicht in die Uni gehen, ich war ein Jahr auch in der Uni, aber das konnte nicht, ich war sehr traurig. Ja, ich wollte eigentlich Medizin machen, weil ich wollte meinen Papa glücklich machen, das war nicht für mich. Aber ja, das ist so, wie ich bin, ich kann nicht Sachen machen, so anderen Leuten gefallen. Ich war seit Kindern so. Ich muss Freude haben. Wenn ich auf etwas nicht Freude habe, dann laufe ich einfach davon. Das ist meine Schwäche, kann man sagen.
Der Schweiz ist sie noch nicht davongelaufen. Seit 10 Jahren ist hier ihre neue Heimat. Boah, es gefällt mir alles. Ich will hier leben, ich will hier wohnen. Und es ist System, das ist gut so. Die Schweiz sind anders, aber das die Systeme funktionieren. Anders in Brasilien. Die Armut, die in gewissen Regionen herrscht, erträgt obenauf nicht. Deshalb sammelt sie in der Garage eines Ferienhauses gebrauchte Kinderkleider und bringt sie einmal im Jahr bedürftigen Familien in ihrer alten Heimatstadt. Oh, das ist schon ein bisschen Chaos hier, ne? Armut gab immer. Es ist einfach so, viele machen einfach die Augen zu, weil wenn du dort bist, du hast nicht große Möglichkeiten, den Leuten zu helfen. Und irgendwie, wenn du dort lebst, du findest das alles so normal, ne? Du siehst es ganz anders, als wenn du hier bist. Hey, wenn das für ein Kinder gäbe, weißt du, wie sie Freude haben? Ihr habt keine Ahnung. Schön. Und ich freue mich, wenn ich das mache, immer, immer. Um sich die Reisen nach Brasilien leisten zu können, putzt und betreut sie solche Ferienhäuser. Ein weiterer Job. Die Profiboxerin ist sich für nichts zu schade. Abends gibt sie fast täglich Training in ihrem eigenen Boxlokal. Ich probiere immer, alles ganz schön sauber zu lassen, weil das ist mein Geschäft. Und über das bin ich so stolz, immer mein Stolz. Stolz auch auf einen Sport, bei dem sich zwei Menschen mit den Fäusten die Köpfe einschlagen. Was gefällt dir an diesem Sport, in dem es doch sehr aggressiv hart, ist, brutal zu und her geht? Herausforderung, Kampfgefühl. Nicht Schlägerei, das geht nicht. Weil, wenn man einfach schlägt, man bekommt dann das zurück. Aber Kampf, Fight, schön, gutes Gefühl. Wie ein Tiger, wie ein Tiger sind wir Menschen sowieso. Ne? Hopp, 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 hopp. Ciao. Wie geht's? Ah ja, 5 Minuten. Hey, ciao, Sally. Heute gibt's keinen Seilspringen, heute gibt's Reifenspringen. Komm. Ihre Begeisterung für den Kampfsport steckt an. Gerade auch Mädchen und Frauen, die den Großteil ihrer Kundschaft ausmachen. Ah, wir haben ein kleines Video von unseren Fans auf Instagram. Wir geben Gas, wir geben nicht auf. Die Ladies, sie haben, komm, Frau Carmen, nein, nicht schlafen, Frau Carmen. Komm, nicht aufgeben. Nicht so denken, ich kann nicht. Ich kann das, ich will das. Pause, 1 Minute, Wasser trinken, nicht vergessen. Come on, meine Blümchen. Muss ich streng sein, das habe ich mit meinem ehemaligen Trainer aus Berlin gelernt. Aber die haben das auch gern, sonst wären die auch nicht da. Ich bin nett und lieb, aber trainieren muss man seriös. Sobald sie eine Einladung zur Revanche in England erhalte, werde auch sie wieder mit seriösem Training beginnen. Doch Wochen und Monate vergehen und keine Einladung trifft ein. Bis im November dann plötzlich alles anders kommt. Vivian obenauf hat ein Kampfangebot erhalten. Nicht gegen die Engländerin Natasha Jonas soll sie boxen, sondern in Paris die vierfache Meisterin im Superfedergewicht der International Boxing Federation herausfordern. Was denkst du jetzt über diesen Kampf? Ist das ein guter Kampf? Ich glaube, das ist das Beste, was passieren konnte für mich im Moment. Auch zum Beweis, dass ganz gute und interessante Angebote da sind. IBF ist das wichtigste Verband vom Boxen, der älteste auch. Und ich bin sehr stolz, dass das zu mir kommt. Ich weiß, sie werden eine große Überraschung haben und sie möchten auch einen harten Kampf sehen. Darum setzen wir 2 wilde Frauen im Boxring. Das ist der Grund. Und rauslehnen. Zack, zack, ganz locker. Und dann eine harte. Hopp, und dann explodierst du. Das dauert zu lange. Für die letzten Tage vor dem Showdown lässt sie ihren ehemaligen Trainer aus Berlin einfliegen. Obenauf hat rund 1 Monat intensive Vorbereitungen hinter sich. Physisch ist er gut drauf, psychisch, dass ihr großer Vorteil ihre Stärke ist. Wir müssen noch die eine kleine technische Variante erarbeiten, womit wir ihre Gegnerin überraschen können. Und wenn wir das noch hinkriegen, na, dann bin ich eigentlich optimistisch. Es wird aber schwer, das muss man natürlich sagen. Hast du Angst vor ihr? Nein, ich habe keine Angst. Nee, ich habe Angst, wenn mein Sohn 40 Fieber hat. Vor das habe ich Angst. Aber nicht vor einer Sportlerin, die auf dem Ring steht wie ich. Sie ist ein Mensch wie ich und ich habe für sie auf jeden Fall keine Angst. Respekt habe ich auf jeden Fall, aber sie ist wild wie ich und das ist für mich dann, die sind eigentlich irgendwie gleich.
Das ist sie, ihre Gegnerin, die Französin Maïva Amadouche, Nummer 1 auf der Weltrangliste von Boxing Record. Am Morgen des Fights müssen beide zum Wiegen antreten. Eine gewisse Obergrenze darf nicht überschritten werden. Wie viel? 59,98. Warte mal, ich muss mich orientieren. Hier, rechts, vor mir. Der Kampf findet erst am Abend statt. Die Profiboxerin hat ihre eigene Strategie, wie sie mit dem Druck umgeht. Weißt du, nur ins Hotel sitzen und die Boxer sehen und die ganze Zirkus mitbekommen, das mag ich gar nichts. Ich mag sowieso immer weg von diesen Leuten sein. Frische Luft, etwas anderes, nicht so viel nachdenken. Ich werde sowieso heute boxen müssen. Ich kann nicht davon laufen. Dann abschalten ist gut. Merci beaucoup. Ich bin 3 Kilo, fast 4 Kilo schwerer als sie. Ich muss das einfach ganz positiv nehmen, weil das bedeutet, ich bin. Ja. Mein Punch sollte stärker sein als ihre, hoffe ich. Auf jeden Fall. Muss sein. Gottes Willen. Die Gedanken kreisen trotz Ablenkung ums Boxen. Und um ihren Sohn Calvin, der sich vor jedem Kampf Sorgen um seine Mami macht. Ende November letztes Jahr war ein Boxkampf, wo ich habe mich sehr verletzt. Und seit da sei es ein bisschen skeptisch geworden. Aber seine letzten Worte gestern war: Mama, du darfst nicht verlieren, sonst bin ich sauer. Ich habe ein bisschen, okay, ja, Mama macht das nicht, ich darf nicht verlieren. Schon wegen ihn auch. Wow. Katschan. Tschüss aus Paris. Eiffel Dom, c'est très joli. Hallo, Calvin. Oh, in 3 Stunden ist mein Kampf, okay? Ja? Betest du von Mami? Oh, danke. Danke. Ganz feste Mami denke, okay? Tschüss, tschüss. Oh, mein Herz. Die letzten Stunden bis zum Kampf verbringen Obenauf und ihr Team in der Garderobe. Beim Bandagieren sind ein Teammitglied der Gegnerin und ein Vertreter des Boxverbandes dabei. Korrekt? So wird das so genau beobachtet. Dass man da, je nachdem, etwas sehen könnte, dritt oder nicht ganz mäßig halt, es gibt da schon Möglichkeiten. Hast du nie Angst, dass deinem Körper etwas passiert? Nein, jeder Sport hat sein Risiko. Ich denke, das ist normal. Fußballspieler sind oft verletzt als wir Boxer. Try not to get on the ground, okay? Matchmaker Joe Forbes interessiert weniger das Verletzungs- als das finanzielle Risiko bei einem solchen Kampf. No money, no honey, no baby Joe. Yeah, I know what you mean. Yes, a good fight. You have money, I have money. That's okay. Exactly, but I'm going to get you more money. If you win this one, this will open the doors to heaven. Because this will be a good fight anyway. But if you win this one, the IBF is one of the best titles. Aber ich werde alles geben auf jeden Fall. Ich bin nicht, man kann mich nicht kaufen. Das ist so. Das sage ich immer, ich bin nicht hier wegen das Geld. Das Geld ist etwas Schönes, aber man boxt nicht wegen Geld. Das ist für mich Prostitution. Le championnat du monde de boxe féminine version international boxing. First choice, Liliana. Ciao.
de naissance qui boxe sous les couleurs helvétiques. On accueille Viviane Hoppner. Première reprise, allez, on les encourage, le bruit, l'ambiance, allez, tout le monde, tout le monde. Et ce crochet encore à nouveau, c'est bien, il va qu'il y aura une attention, remontez les mains. Accélération. Elle impose, un physique, elle impose. Regardez sa boxe, il a touché son crochet. Oui, oui, clairement, je voulais. Il l'a touché. Es fängt gut an. Die Fäuste fliegen. Viviane obenauf kämpft mutig drauf los und steckt tapfer ein. Doch nach der fünften Runde gibt sie plötzlich auf. Amadouche gewinnt den Weltmeistertitel des IBF zum fünften Mal. Nächstes Mal mache ich besser. Ja, mir geht gut, ich bin nicht traurig, nicht enttäuscht. Aber es ist gut, wenn man die Grenze ein bisschen spüren und man merkt, dass ja, kann vielleicht gefährlich werden. Und für mich Gesundheit kommt zuerst. Ja, ja. Das ist, glaube ich, gebraucht. Vierte Runde habe ich gedacht, ich kann nicht mehr schlagen. Darum habe ich gesagt, später wurde bestätigt, Obenauf hat sich in der vierten Runde zwei Finger gebrochen. Klasse Kämpfe in Röhr. Wir müssen bloß noch ein paar Sachen. Oh, Scheiße, das erste Mal durch meine Ecke. Ich enttäuscht dich. Nein, das bin ich enttäuscht. Also ich kämpfe fast. Aber wir müssen klüger kämpfen. Ja, ich habe verloren, aber das ist nicht schlimm. Bei der sechsten Runde habe ich die abgebrochen, weil meine Finger, ich denke, die ist gebrochen. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ich bin trotzdem glücklich, ich habe nicht geweint. Wie schreibe anderes Mal Geschichte? Mit nur einer Faust lässt sich keine Schweizer Geschichte schreiben. Doch die Kämpfernatur wird weiter boxen. Nach kurzer Verschnaufpause wieder mit beiden Fäusten.